herzlich willkommen meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin euer Fabian und heute aus zwei Perspektiven. Die andere Perspektive wird im jeweiligen Video entweder unten eingeblendet, unten in die Kommentare geschrieben oder als Link in die Videos eingebaut. Ja, herzlich willkommen erstmal. Patrick ist dabei, Mathis und Leon. Hi. Oh mein Gott. Ja, heute ist Samstag, beziehungsweise im Spiel das Freudoch. Und wir haben es 5:30 und ja, wir starten jetzt gerade den Dienst in Wache 2. Wir haben heute zu Besuch das Tele 4000. Wir gucken uns das mit unseren Jungs ein bisschen an, damit man da ein bisschen das mit dem Fahrzeug arbeiten hinkriegt. Und eventuell kommt nachher noch, während wir die Bewegungsfahrt mit den drei Fahrzeugen von uns machen, gut, ist aufgeteilt. Ja, eventuell kommen nachher dann noch das ELW oder sonst was für ein Fahrzeug von der Wache. Aber eins. Oh. Ne? Ja. Ja, das war eigentlich so das Grundlegendste. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den vielen, vielen, vielen Kommentaren unter unseren Videos. Vielen herzlichen Dank. Und vor allem an die Abonnenten. Oh ja, die kriegen einen ganz, ganz großen Dank. Vom ganzen Gang. Wenn du Dornerot kommst. Nee, gesellig. Soll ich? Nee, ich will die Tür am besten nicht mitnehmen. Am besten nicht. Okay, ja, dann lass ich ihn erstmal noch so stehen. Dann gehen wir erstmal das Fahrzeug durch und dann gucken wir. Jo, ich lass ihn so stehen. Kommt drauf vorbei, Jo. Ja, hier hinten haben wir eine gute Frage. Warte. Oh, ja. Ja, auf jeden Fall. Hier hinten haben wir unsere. Ja, Mottes! Leon! Kommst du gleich nochmal kurz zur Wache? Ja, auf jeden Fall, die haben wir unsere. Ja, muss ich kicken! Vier Eingänge, die man jeweils abriegeln kann und ja. Nein. Ja, oben, ja gut, dann sind das oben Schaumausgänge. Schaum, ja was? Wie muss man das jetzt hier wohl sehen? Ich kenne nur die anderen. Auf jeden Fall, das hier wäre ein Eingang. Und dann haben wir hier auf den zwei Seiten Ausgänge. Ach ja, genau. So, dann haben wir ja Notaus und sowas, Licht hinten drin, Heckwarner, Lampe oder Umfeldbeleuchtung. Aber das ist ja, ne? Aber das ist ja. Aber das ist ja nicht so wichtig. Da haben wir noch das Display, wo dann draufsteht, was gerade passiert. Hier kann man dann ja mit Ansaugschlauch dran gehen und dann würde ich sagen, ja, okay, gut. Ah, geh mal weg da. Eventuell ist oben dann zum Entleeren und dann wäre Mitte beispielsweise Schaum oder so und unten wäre zum Befüllen, ja. Dann haben wir hier unten noch unseren 11.000, ja, oder? Ja, 11.000 Liter Wassertank. Den man dann im Endeffekt aufbauen kann. No Whisper Target found. Achso, ja, genau. Das ist ja der. Dann hat man hier unseren Wassertank, wo halt auch dann wirklich fast 11.000 Liter Wasser drin sind. Ich bin gerade am Stück. Mein Gott, was ist heute denn los? Dann haben wir hier eine Menge an C-Schläuchen, B-Schläuchen. Ne? Ein Hosenstück, genannt auch Sammelstück. Ja, ja. Fangen hier nicht an, Strahlrohr, Zumischer. Und auf der anderen Seite das gleiche, also da tut sich nicht viel. Dann würde ich jetzt mal sagen, da hier das Fahrzeug ja schon vom Grundaufbau her, das was hier im Raum ist, ist ja Tank und. Ne, so, mach mal 7. Ne? Sonst so, Ken, Patrick, Stein. Ja. Würde ich mal sagen, wir nehmen uns heute, gucken, wie viele sind wir denn? Beim TLF 4000 lasse ich mal im Stehen, Patrick. Nicht in die Garage reinfahren. Ja, auf jeden Fall, ihr geht alle mit aufs Fahrzeug drauf. Patrick fährt mit euch. Den VRW lassen wir dann heute erstmal drin, den brauchen wir nicht. Wo geht's denn hin? Über uns Gelände, Feuerwache 1? Nein, wir fahren jetzt ein wenig Schlauchhaltung über lange Wege. Oh, wer hat erstmal den Eingang gebaut? Das denke ich auch gerade. Ja. Seit der Regen war schon auf jeden Fall, dann wollen wir mal machen Telef.
Ja, bei mir gibt es kleine technische Schwierigkeiten. Das tut mir leid. So. Ja, wir sind. Hauptschwein. Moment. Okay, dann. Würde ich mal gerne wissen. Feuer 2. Ja, du bist im Einsatz, ich nicht. Ich wurde nicht alarmiert. Wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Feuer 2. Von den Höfen. Ja, dann sind wir mal Status 3. Toll, dass ich keine Einsatzalarmierung habe, aber in meinem Melder. 6, wo ist denn Hof 6? Dann wollen wir mal gucken, woran das liegen mag. Gibt es das wieder neues? Wo muss ich hin, Mathis? Heute ein wenig mit technischen Schwierigkeiten. Mathis, wo muss ich hin? No whisper target found. Ja, dein Auto hat nicht nach. Will ich nicht. Ja, was meinst du denn jetzt? Wo von den Höfen ist, wo die Straße ist? Die ist. Wenn du bei. Warte jetzt nicht. Beim Landshop da bist. Beim Landhandel, da diese helle Straße reinfährt. Nächste Straße, die dann da kommt, muss es sein. Wache 1 an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ah, wir haben jetzt nur halb mitbekommen, was los ist. Muss die Wache 1 mit raus? Soweit noch nicht. Ach so, gut. Dann setzen wir uns hier auf Wache bereit. So verstanden. Eins an Leitstelle kommen. Leitstelle, hört. Ja, dann fahren wir hier gleich wieder hoch. Sind jetzt vor den Höfen angekommen. Keine Rauchentwicklung feststellbar. Kommen. 12:25 1 an Leitstand. Leitstelle, hört. Ja, wir sind auch Einsatzstelle an. Wir sind von Wache. Wir waren heute bei Wache 2 zum Übungsdienst und sind dann mitgefahren. Fahren die Straße von den Höfen jetzt ab und gucken jedes Gebäude einzeln nach. Gibt es noch irgendwelche Auskünfte über Hausnummer oder sonstiges? Irgendwie ein Merkmal, was, woran man sich. Ne, wird da. Zurzeit nicht, nein. Okay, das ist verstanden. Aber ich glaube, mein Spiel scheißt gerade ab, Alter. Ich habe keine Kontrolle mehr über das Spiel, was ist das? Ja. Ja, du bist raus. Ja, weil ich die ganze Zeit die Sicht von dir hatte, Leon, Alter. Wie? Ja. So, mach ich mal aus und dann fahren wir nochmal ein wenig lang. Auf dem Hof auch nichts gewesen. Nichts. 25, 1 an, 12, 45, 2, komme. 12, 45, 2, hör. Ja, Frage, haben Sie schon was Neues entdeckt? Negativ. Ja, dann. Dann ist der Hof ist leer und, ja. Ich kann nichts entdeckt. Ja, das ist verstanden. Dann stellen Sie sich ganz kurz hier hinter uns. Wir bleiben ganz kurz hier und ich komme dann zu Ihnen hin. EW3 an Einsatzleitung des Einsatz von Waffe 2 kommen. Hört? Ja, Frage. Wir hören gerade alles über Funk mit. Sollen wir den Einsatz koordinieren? Weil wir haben ja GPS und das. Negativ im Moment. Nicht benötigt. Hier. Fahr du, Patrick. Fahr du gleich mal schnell da die Sackgasse hoch, wo letztens der Heckenbrand ist, und fahr einmal die Straße so gesehen rum. Auch ja, wenn das nur der Feldweg ist. Ich fahr hier dann die Straße hier einmal ein Stück noch runter. Und wenn hier nichts ist, dann geben wir den Einsatz zurück. Dann war das Fehlalarm. Leitstelle an ausrückenden Kräfte bitte kommen. 12, 25. Eins hört. 12.
Wir haben gerade von der Anruferin erhalten, dass es sich um einen Fehlalarm hier, dass es anscheinend nur der Ofen war. 12, 25, 1 hat mit. Hat verstanden. 12, 45, 2 auch. Wir gehen wieder Status 1. So verstanden. Ich weiß jetzt warum. Moment, das müssen wir beheben. Das war nicht ich, das ist komisch. Hallo? Oh Gott, Taserfee ist leer. Leckwort. Seid ihr gleich fertig? Fieser Ton. Wir gleich fertig? Wo seid ihr denn? So. Naja. Patrick! 12. 25. 1 an 12. 45. 2 kommen. 12. 45. 2 hört. Ja, Frage. Wo seid ihr? Frage Standort. Ja, sind jetzt kurz vor Feuerwehrhaus kommen. Ja, du hast verstanden. Sonst fahrt doch schon mal an der Straße. Nicht zum Feuerwehrhaus hoch, sondern weiter geradeaus. Mir fällt der Straßenname gerade nicht ein. Und dann stellt euch da eben hin und erwartet ihr kurz auf uns. Wir fahren dann hinter euch her. Beziehungsweise ihr fahrt dann hinter euch her. Ja, ihr fahrt ja und wir bleiben stehen und dann machen wir Schlauleitung über lange Wege mit. Wir haben jetzt Fahrspiel hinten dran und dann. Ich würde sagen, dass wir alle die ganze Schlauleitung werden verlegt. Ja. Wollen wir mal gucken, was die können, so gesehen. Das ist wieder diese Frucht der Autofahrer. Ja, dann nehmen wir die Fahrspielleitung. Braucht ihr noch lange? Warum? Wegen Aufkommen auf dem Server wieder. Kannst du die ganze Zeit ruhig. So schlimm ist das jetzt nicht. Ist ja die erste Aufnahme. Ja, okay, dann. Achtung, ich komme. Jo. Leon, wollen wir das dann machen, dass wir gleich den nächsten Einsatz von mir übernehmen und den dritten machst du dann? Ja, dann. Ja, wegen meiner, wegen der Zeit deswegen. Mir ist halt ganz egal. Fand das richtig eklig gerade, Alter. Nur halt, bei mir ist alles aufgebaut. An einer Stelle, wo gar keiner hinfährt normalerweise. Ja, bei mir kann ich auch alles aufbauen. Ach so. Ich brauch halt nur ein Auto. Und ein Feuer. Ja, dann mach. Ja? Ich brauch nur ein Auto und ein Feuer. Okay. So, ne? So, mal hier diese Mindbook-Schilder putzen, ey. Wo war ich da mit der LKW drin? An die Zuschauer jetzt, nach den ganzen Korrekturen, wir haben gerade ein bisschen gesprochen nochmal. Wir haben das jetzt noch, sind das jetzt nochmal durchgegangen, wie das alles genau sein, wie das genau mit den Fahrzeugen, wie wir die zugeteilt haben. Das hier, den ich momentan fahre, ist ja der 12. 25.1, zumindest müsste das irgendwie im Bereich von 20 oder so. Wie die das alles in real einteilen, weiß ich nicht genau. Mann. Entschuldigt den Fehler, das war wegen der ollen Drive-Control-Geschichte. Ja, das bin ich ja noch gewöhnt. So, und ja, hier kurz bei Patrick war das gerade so, dass wir da wechseln mussten von 12. 45. 2 haben wir nicht mehr, sind wir auf 12, 22, 2. Daran kann man erkennen, dass die beiden Partner sind. So. Hadi. Schön, dass ich Maschinist bin.
Und du auch, du darfst durchgehend die Strecke mit 5 km/h durchfahren. Und hier eben deine Jungs und Mädels sollen dann eben hier zu mir gleich kommen und erstmal Wasserversorgung vom. Ja, da hinten ist ja der Hydrant ganz hinten. Oh, warte. Da hinten? Da irgendwo? Nein, da. Ganz hinten. Ja, da fahre ich erstmal so, fahre ich erstmal hin schneller und dann kommt ein Punkt wieder zurück. Nee, wir machen das von hier bis zu dem. Das sind ungefähr, ab dem Ortsschild sind das noch circa 250 Meter oder sowas, dann ist der da. Ja, mit dem Kopf. Und dann gucken wir, legen wir das hier ums Ortsschild drumherum. Ich mache unten Stützkrümmer, Stützkrümmer jetzt schon. Unten mache ich ihm das Sammelstück ran und dann können nämlich einmal noch der Schlauch oder Wassertrupp von euch hier bleiben. Und die können dann noch von einer anderen Position zusätzlich die erste Wasserversorgung, weil da hinten ist eine, ne? Mhm. Und einmal da vorne. Aber da wir ja das machen wollen, dass alle ein bisschen was zu tun haben, schmeißt dann die Gerätefläche auf, wo Schläuche sind und dann ab dafür. Alles hätt raus, mich, was gibt. Hätt's mich nicht, alter Mann. Naja, hier die nehmen wir nicht runter. Wasserversorgung, so Unterstützung vom TLF. 4000. Nein, da sind keine Schläuche drin. Okay. So, ihr beiden, schnappt euch jetzt von eurem Fahrzeug eine von den kleinen Haspeln und ein Standrohr eventuell von unserem Fahrzeug, weil ich weiß ja nicht, ich habe zwei oder noch eins. Machen wir die überhaupt mit, glaube ich, oder ohne? Ohne. Eins haben wir da ja nur draufstemmt, fiel mir gerade. Ja, dann holt ihr das von hier runter. Und dann da vorne bei dem Stromkasten, kurz davor, vor dem Häuschen, ist ein Unterflügelrand und den Unterflügelrand wisst ihr ja, wie man dann umgeht und dann wird die Schlauchleitung hier ans Sammelstück angeschlossen und dann gucken wir mal. Ne? Und ab dafür. Die Idee von mir, dass ich hier ein bisschen falsch, das finde ich nicht so schlimm. Was macht die denn hier? Oh, das. Wir. Leon, hi. Ja, die wissen auch schon, dass ich hier noch mit meinem Auto weg muss. Das kann ja jetzt nicht. Jo. Das ist auf der Schleichleitung eingepackt. Was denn? Ja. Ich muss hier nur die Schilder putzen, weil ich hatte ja hier vorne noch meine Baustelle und jetzt, ja, war alles dreckig. Ich hab nur Stress bekommen vom Bürgermeister. Ich soll hier alles putzen. Ach, na, hab ich das jetzt mal gemacht. Und ihr baut jetzt hier irgendwas auf. Ja. Ja, wir müssen. Soll ich dann da jetzt einfach stehen bleiben und die Übung zugucken? Wir müssen euer oder Fahrzeug baut ein ihr da, kuppelt ihr. Wir müssen euer Fahrzeug ja ein bisschen zeigen. Bisschen testen, ne? Ja, aber sonst funktioniert. Ja. Ja, ich fahre ein bisschen auf dem Feld und guck mir das dann an, ne? Jo. Ja, gut. Jo, das Leitstelle an 12.45.1. 12.45.1 existiert nicht mehr. 12.25.1 hört. Brauchen jetzt noch irgendein Fahrzeug zur Unterstützung? Vom Bach ein? Nein, es ist jetzt ja kein Einsatz, es ist jetzt ja, ja nur Übungs. Aber so Übung, ob wir jetzt mitmachen sollen. Ist denn momentan Übungsdienst bei der Wache 1 und ist irgendein Fahrzeug der Wache 1 schon besetzt oder raus? Das HLF. Ja, sonst schicken sie doch das HLF hier zur unserer jetzigen Position, das ist am Ortsschild, Ortsausgang Mainburg, Ortseingang Mainburg natürlich auch. In der Nähe von der Feuerwache 2 und ja, wir machen momentan Schlauleitung über lange Wege und ja. Verstanden. Eventuell könnten die dann noch ein wenig mit ihrem Fahrzeug hier ein paar Übungen machen. Wenn die Besetzer, bitte das Halle von Fahrt zu unseren Kollegen einmal. Ortsausgang Mainburg. Ich dachte, du fährst Halle und wir fragen auch, ob EW, sonst wegen Übung, dann wäre das ja auch mal cool. Frag mal nach. Das, weil du mich ja angerufen hast. Leitstelle an. 12.25.1, hör. Ja, Frage, wie viel Wasser habt ihr noch? Also, wir haben voll.
Achso, sag ich mir gar nicht angefangen zu löschen. Was sollen wir denn löschen? So, ich bin gerade beim Radsteller reingekommen. Radsteller an 1245. 1. 1225 1. Haben jetzt Hydrant erreicht und ja. Stehen jetzt an und dann. Ja, das ist verstanden. Müssen nur nach Befehl zum Wassermarsch geben. Ja, das ist verstanden. Wasser bekommen wir jetzt auch schon von der anderen Seite. 1225 1 an 12. Okay. 12, 11, 1, komm. Schönes Blaulicht habt ihr, aber warum fahrt ihr denn mit Blaulicht? Das ist eine Übung. Was für Blaulicht? Ja. Das werde ich mir merken, ne? Ich bin ja... Wo ist er denn jetzt? Könntest du uns einen Gefallen... Hier... Leon! Hallo! Lang nicht mehr gesehen, wa? Nee. Könntest du... Anruf vom Mannes bekommen, Übung und so. Könntest du am... TLF 4000 vorbeifahren und euch da aufbauen, dann könntet ihr nachher nochmal für unsere Leute so ein bisschen das Fahrzeug zur Besichtigung machen. Ja, ich stell mich da irgendwie. Ja, ich krieg da wohl hin. Okay, kein Stress. Achtung, schneller Flitzer. Was? Wartet, bleib mal da auf der Kreuzung stehen. Stell dich da mal. Hey! Ich hab Maschinisten da gelassen, ne? Ja, okay. Hat Wassermarsch hat er schon gegeben. Ist okay. Wenn der Bauer das erfährt, dann wir sind tot. Ja. Da jetzt die Wasserleitung und sowas steht, würden wir jetzt sagen, Wasser halt. Jetzt würde das Wasser, würde alles abgebaut werden. Jetzt sollen sie alles abbauen. Ne? Alles wieder zusammenbauen. Und dann nach besichtigen wir noch das EW3. Ehrlich gesagt EW2. Und das HLF gucken wir uns eventuell auch noch ein bisschen an, was wir noch so finden da drauf, was wir auf unserem Fahrzeug nicht finden. Und ja, dann sollte das der Übungsdienst gewesen mit dem komischen Zwischenfall vom Einsatz. Aber naja, ich hoffe, euch hat dieses Video, auch wenn es ein wenig kuddelmuddelig gewesen ist. Und Patrick, fahr vorsichtig. Nö. Auch wenn das kuddelmuddelig war, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.